Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Oh, es laggt, dass die Konfiguration falsch ist. Moment, das haben wir gleich erledigt. So. Ja, jetzt sieht es schon wieder besser aus. Schauen wir mal, was wir hier noch in der Stadt so machen können. Meine Nase ist mal wieder ein bisschen komisch. Deine Begegnung von praktisch bla bla bla. So. Zur Pokémon-Historie, aha. Egal, interessiert mich nicht. So, Pension. Das ist auch schön zu wissen. So, wie gesagt, ich habe 4 Teammitglieder jetzt dabei, die weiterhin trainiert werden sollen. Ansonsten bleibt das, gucken, was wir auf die nächsten Routen fangen können. Denn ich habe keine Lust im Moment, ja, ich habe keinen Bock auf Togetic, das Vieh. Ich habe ein... Boah, warum ist das im Menü so schnell? Wenn das in Kämpfen jetzt auch so ist, ist das natürlich geil. Was wollte ich jetzt genau? Tränke gucken. Wie viele habe ich denn? So, kann ich die noch jemanden geben, Flinkklaue, vorsichtshalber? Ah, Boris kann die kriegen. Braucht er im Moment zwar nicht. Hirntafel verstärkt Psycho-Attacke. Ja. Sternstück kann ich verkaufen. Eine gute Scherbe, Instant-Werkzeug, okay. Herzschuppen habe ich 6 Stück. Das ist natürlich geil. Warum ist das geil? Weil es geil ist. Ich wollte Tränke gucken. Was mache ich denn da? So, Tränke habe ich keine mehr und Schutz auch nicht. Das heißt, wir müssen mal eben schnell einkaufen gehen. Einkaufen. Und vor allem das Sternstück verkaufen, weil das brauchen wir ja nun wirklich nicht. Hier läuft das wieder ein bisschen schneller. Ist gut. Oh, Beleber kann auch 2 verkaufen. Das ist natürlich ein bisschen ätzend gerade. Kaufen. Superbell, wie viele haben wir denn da? 19. Kaufen wir gerne nochmal 10 dazu. So. Kann man nie genug von haben. Ich brauche eigentlich schon bessere Sachen als Supertränke. Im Moment reicht das gar nicht mehr aus, finde ich. Das hat beim Training auch wirklich genervt. Ich weiß gar nicht, habe ich hier schon Gegengift und so gekauft? Ich glaube nicht, ne? Müsste ich nochmal gucken, aber ich glaube wirklich nicht. Ne, ich glaube wirklich nicht. Dann kaufe ich mir die nochmal eben. Wenn ich sie gekauft haben sollte schon gekauft haben sollte, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Dann werde ich natürlich die wieder wegschmeißen, die ich mir extra gekauft habe. So. Sternstück. Da. Boah, 5000 habe ich dafür gekriegt. Oder 4000 noch was? 5000 glaube ich. So, jetzt will ich Schutz noch. Moment. Gegengift ein. Auch beim Training, Offscreen-Training, habe ich so viel gebraucht davon. Das war unfassbar, echt. Das war so nervig. Also insgesamt ist das Team ja echt cool so, ne? Also es ist schön abwechslungsreich, aber sie sind halt schlecht. Also, ich meine, Traumagie zum Beispiel lernt keine neuen Attacken. Ich habe ja extra geguckt. Und ja. Ja. So, erstmal wollen wir jetzt in den Terrorturm. Ich will den noch eben beenden. Damit wir ein bisschen Speed drauf haben. Oh, ich habe gar keinen Dings jetzt dabei. Scheiße. Nehmen wir Togetic doch mal eben mit. Dann bringe ich ihn auflockern bei, weil dann haben wir wenigstens was gegen den, so. Nein, nehmen bitte. Alle 25 ist Dark Hex, kriegt jetzt auflockern, ganz einfach, um den scheiß Nebel wegzumachen, sonst treffen wir nicht. Und, wir brauchen Treffgenauigkeit. So. Bitterkuss? Ne, machen wir. Machen wir Bitterkuss weg, weil Bitterkuss hat nur 75% Trefferchance und Gena, da schläft das gegnerische Pokémon dann. Könnte auch nochmal bei wilden Pokémon hilfreich sein. Und ich hoffe, dass wir in diesem Part noch den Turm beenden können und dann sogar auf der nächsten Route weitermachen. So, ich benutze aber Schutz jetzt, weil ich habe da keine Lust mehr drauf. Bap, bap, bap. Warum ist denn? Super, achso, da sind die ja, ne? Spuktafel. Oh, 13 Stück. Ja gut, sehr schön. So, los geht's. Machen wir sie alle fertig. Unser Krebutak ist bestens geeignet für Geist-Pokémon, wenn alle welche haben. Oder Psycho, das ist natürlich noch besser. Nachttief ist eine geile Attacke, die gegen Psycho-Pokémon sehr effektiv ist und deswegen Absol und Licht. Aber das ist nicht effektiv, ne? Nicht sehr effektiv, ich hab's gewusst. Krabhammer! Hau drauf! Komm! Daneben. Ja, aber unser Krebutak fängt an, sich langsam speziell zu entwickeln. Nein. Bleib mit drin, ist scheißegal eigentlich. Krabhammer! Bam.
tot. Sauber. Alle Items einsammeln. Ovaler Stein. Was ist denn ein ovaler Stein? Dieser besondere eiförmige Stein hilft manchen Pokémon bei ihrer Evolution. Aha. Überall nicht möglich. Gut zu wissen. Vielleicht irgendwann mal. Gucken wir einfach mal. Irgendwo wird das schön funktionieren. So. Pokémon, Dark Hex. Tu mir den Gefallen und locker mal ein bisschen hier die Stimmung auf. Und mit ein bisschen extra Speed ist das echt gut. Das ist nicht so lame und langweilig. So, der nächste bitte. Jedes Training ist natürlich herzlich willkommen. Wir haben ja gemerkt, wie anspruchsvoll dieses Spiel eigentlich ist. Vor allem vom Level her. Ich habe jetzt ein Level 45 und ich glaube nicht, dass das lange anhält, dass ich so... Seht ihr, schon der 44. Ich werde nicht ewig overlevelt sein. Oder overlevelt wäre ich, wenn ich jetzt Level 50 hätte, glaube ich. Das ist ja nicht overlevelt. Oh, da ist ein Doppelkampf. Soll ich das machen? Das ist auch ein Doppelkampf. Oh, ist immer schwierig. Na komm, wir brauchen die Erfahrungspunkte. Scheiß drauf. Wir haben ein Wasser und Licht und ein Gestein-Pokémon von. Das muss doch irgendwie möglich sein. Machbar. Tja, so was gegen solche kleinen Noobs. Okay, mach mal Rückstalt Nachthieb gegen Pi und du machst Gewissheit gegen Fluffelauf. Bam, down. Und der ist auch down. Tschüss. Keine Chance. Pummelauf und Pipi. Okay, Nachthieb gegen Pipi und Gewissheit gegen Pummelauf. Tschüss. So einfach kann das gehen, Leute. So muss das laufen. Diese beiden hier sind ein Dreamteam, das glaubt man nicht. Knuddeluff und Pixie. Das ist Piximon. Piximon ist ein Level Ultra Digimon. Klingt zwar Schambolzen, das ist natürlich bitter. Maurice schläft jetzt auch noch, das ist natürlich umso schlimmer. Mach mal Knuddeluff down mit deinem Krabhammer und du machst mal. Du bist halt gegen Pixie. Bam! Das war sogar ein Tod! Oh mein Gott, das hatte gar keine Chance gegen mich, das Vieh. Krabhammer ging daneben zu, soll das natürlich nicht laufen. Oh, irgendwie muss Jesse die ganze Zeit einstecken. Das ist ätzend. So, sauber, wir haben gewonnen. Beute. Erstmal ein Tränkchen. Und dann ein Aufwecker. Habe ich denn noch einen? Ja, sicherlich. Aufwecker habe ich sogar 4 Stück. Wir wollen ja kein Risiko eingehen, ne? Risiko. Meine Zunge spielt schon den... Rückkehr, das ist natürlich richtig geil. Kann das vielleicht mit Traummagie lernen? Alle können das lernen. Aber ich behalte das erstmal. Na, den Doppelkampf will ich auch haben, unbedingt. Weil so viel Angst habe ich jetzt nicht mehr vor Doppelkämpfen. Muss ich ehrlich sagen, also wenn das zu lockt. Sehr schön. Geiles Matchup, wisst ihr warum? Beide haben Unlichtattacken, aber... Traumagie wird so platt gemacht und du machst mal bitte Antikkraft gegen Kramurx. Wenn ich Glück habe, kriege ich sogar durch Antikkraft jetzt einen Boost. Wenn ich Glück habe. Und Level 46 für Jesse. Oh, und Level 46 für Maurice. Angriff plus 4. Alter, das ist so ein Monster. Bam. Und tschüss. Sauber. Tschüss. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt Alex und Boris nach vorne packen. Ich habe echt Angst. Ne? Das ist unfassbar. Aber ich hoffe, die wollen keinen Doppelkampf machen. Wäre natürlich bitter. Nein, das will ich gar nicht. Ich will auflockern. Oh, ich habe Angst. Ich heile mal eben schnell. Bevor ich jetzt wieder irgendein Risiko eingehe und gleich down bin... Dann lieber doch einen Supertrank verbaseln. Ich kann zur Not immer noch wechseln. Oh, der Nebel hat sich gelichtet. Somit sind auch alle meine Zweifel verpufft. Bitte nimm das zum Dank. Bandsticker. Sticker. Diese Lamina, es ist schwer zu sagen, was in ihr vorgeht. Aber sie ist ein sehr einfühlsames Wesen. Es kommt übrigens öfter... Sie kommt übrigens öfter her. Lass mich deine Abreise von hier weniger düster gestalten. Nimm dies. Schutzband. Dein Ernst? Ah.
So, ein Item zu tragen. Ein fieser, unheimlicher Sticker, der Attacken vom Typ Geist verstärkt. Jetzt haben wir schon zwei Sachen, die Geistattacken verbessern. Ein Schutzband reduziert Begegnungen mit wilden Pokémon, wenn der Träger an erster Stelle steht. Joa, ist ja interessant. Brauche ich aber nicht. Habe ich ein Fluchtseil? Ich glaube nicht. Ah, Item, was ich unbedingt kaufen muss. Fluchtseil. Na egal. Wir können jetzt so durchrennen. Wir haben ja, brauchen ja keine Angst mehr vor irgendwelchen Trainern, denn alle sind down, alle sind besiegt. Wir sind so geil. Das ist unfassbar. Unfucking fassbar, sage ich hier mal. So. Ich hoffe, meine Stimme ist gut zu hören, denn ab und zu macht der Emulator nicht so mit. Und wenn der Emulator nicht mitmacht, dann ist das kacke. Weil dann ist meine Stimme leise, aber der Ingame-Sound ist verdammt hoch. So. Finde ich kacke, kacke, kacke. Was aber daran gut ist, man hört mich nicht die ganze Zeit atmen. So, damit haben wir den Turm auch beseitigt. Trost. Oh, ich habe gar nicht meinen Block jetzt hier. Doch, habe ich wohl. Holen wir den mal her. Ups. Ich muss da ja noch aufschreiben. Nenne ich das mal eben Geisterturm. Geisterturm. Wegen Traumagil. So. Guck mal, was oben für eine Route ist. Dann können wir da auch gleich durchstarten. Oh Gott, ich bin richtig geil gerade aufs Spielen. Oh, der Opa, haben wir schon mit dem geredet? Hi! Ich bin Prinz Rosa, komm, ich werfe ein Pokémon und deine Mutter. Habe ich eigentlich hier die Tür abgesucht? Nee, ne? Was geht ab hier? Ach so, ja, das ist nur ein bisschen Geschnacke, Geschnickschnacke. Ich sollte Togetick ablegen. So, nächster Trainer! Ja, es ist mir ein Fehler passiert, nämlich auf dieser Route da. Ich bin da mit dem Fahrrad rübergedüst und bin in den Trainer reingelaufen. War ein Doppelkampf, glaube ich. Aber ich habe ihn gewonnen. Ohne zu lügen jetzt. Blech. Glaubt mir! Das ist so blöd. Hat eine Volltrefferchance, eine hohe. Giroball, bist du nicht übertragen? Fick dich doch, ey. Das kann doch nicht sein, oder? Hier, friss meine Synthese! So, geheilt. Och mein Gott, die haben wir gar nicht. Obwohl, ich bin nur zwei Level höher und trotzdem machen die richtig Schaden, die Gegner. Guck ich das an. Tauros, wir wechseln zu Boris. Warum zu Boris? Boris ist geil. Und der Boris hat gar keine Attacken, die irgendwas bringen können. Psywelle. Hey, erstmal Heuler. So, damit wechsle ich das Pokémon aus. Tauros, was mache ich dagegen? Setzen wir Jesse ein. Das war natürlich sein Untergang. Angriffskraft von mir steigt. Oh. So soll das natürlich nicht laufen. Und so auch nicht. Ja, Alter, willst du mich verarschen? Greif doch einfach mal an. Angreifen, nicht verteidigen und auch nicht selber schlagen. Kackvogel, komm jetzt. Alter, das kann doch nicht sein. Wie viele Versuche habe ich gehabt? Dutzende. Nicht ein Treffer. So, jetzt aber, komm. Jawohl. Und tschüss. Und ich kann mich gleich wieder heilen gehen. Sehr gut. So muss das laufen. Schutz wird nicht mehr. Ja, ist in Ordnung. Passt schon. Ja, man merkt schon, dass Traumagil zu nichts zu gebrauchen ist. Im Moment zumindest nicht. Mir fehlen halt gute Attacken. Gute Attacken muss ich irgendwas machen. Stimmt. Also eigentlich besteht mein Team-Moment nur aus drei Pokémon. Das machen wir jetzt auch so. Dann nehme ich nur drei mit. Ablegen. Traum Boris ist nur vorsichtshalber. Und Dark Hex erstmal weg. Da habe ich nur drei dabei, aber das reicht erstmal. Wasser, Pflanze und Gestein. Es muss einfach reichen. Ich kann nicht immer... Ne? So, Beutel. Gib mir ein super schönes Dalki. Da oben ist auch noch Trainer. Ja, der Doppelkampf hier war das. Das sind überall Trainer und Doppelkämpfe. Ich nehme natürlich alles mit. Fick dich. Alles mit, was ich kriegen kann. Hallo. Solange es eine Straße gibt, werden wir weiterrennen. Bist du? Ich ruhe mich jetzt aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich Ruheort verwenden. Ha, du solltest auch schlafen. Hä? Moment.
Moment, da muss ich mal eben nachgucken. Ruheort, eine Flugattacke. Scheiße, ich will die Information haben. Der Anwender landet und ruht sich aus. Dabei füllen sich bis zu 50% der maximalen KP wieder auf. Cool. Für mein Team ist das, glaube ich... Ja, ich habe kein Flug-Pokémon dabei. Deswegen ist das gerade relativ egal. Hallihallo. Oh, da oben ist ein Item. Da will ich hin. Rettern. Das ist natürlich ein perfektes Matchup für mich. Ein Gift gegen ein Pflanzen-Pokémon. Sind gerade ernst. Aber da wechseln wir direkt aus, da habe ich keinen Bock drauf. Hier, Maurice hat eine geile Attacke dagegen. Und zwar seinen Zen-Kopfstoß. Typ Psycho-Attacke. Und er hat Kreideschrei gelernt, das finde ich richtig geil, weil Kreideschrei senkt die Verteidigung. Ich kann die Defense... Repeatis, wir bleiben drin. Ich kann die Verteidigung senken wie ein Wahnsinniger. Dann kann ich austauschen mit einem anderen mit einem Schlag dann tot machen, so, ne? Das ist natürlich geil. So. Ne, lassen wir mal so. Ich wollte gerade sagen, wechseln. Ich will da hoch. Okay, Leute. Wo ist mein Fahrrad? Fahrrad, wo bist du? Dann bleibt das so. Ja. Hui. Oh shit. Direkt in den Doppelkampf reingerannt. Das ist natürlich geil. Was haben die wohl für Pac-Man? Oh mein Gott. Oh oh. Maurice ist da natürlich vollkommen fehl am Platz. Rasierblatt trifft beide. Wir wechseln direkt Maurice aus. Das ist mir zu riskant. Und setzen Jesse ein. Rasierblatt. Oh, fast down. Einer ist sogar tot. Tja, scheiße, wa? Ja, jetzt kann ich natürlich Pech haben und das eins der Viecher setzt Guillotine oder wie die Attacke heißt ein. Dann bin ich natürlich auch down. Oh, beide haben eine. Rasierblatt tot. Und Sternschauer ging daneben. Ja, ich habe Rasierblatt und Sternschauer. Beide treffen beide Gegner und das ist geil. Okay. So, töten wir es. Fertig, aus die Maus. Oh, Chess! Bam! Mein Gott, so kann das von mir aus immer laufen. Ohne viel Tram, ohne viel Ärger. Einfach, ne, läuft. Okay, noch ein Trainer. Ich will das Item haben. Und sobald ich das Item habe, Leute, beenden wir den Part für heute. Leute von heute, genau. Einfach, weil ich es kann und Bock drauf habe. Nö, dann haben wir erstmal genug geschafft. Wir haben den Turm gemacht, wir haben hier die Route angefangen. Das müsste erstmal reichen. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns um den Rest der Route und vielleicht können wir wieder ein neues Pokémon fangen. Das wäre natürlich geil. Aber ich weiß ja nicht. Sengu ist natürlich bitterböse. Scanner, oh wie toll. Oh, wie toll. Mal Rasierblatt. Macht sogar mehr Schaden. So, guck mal, wie ist das hier ausgelegt? Angriff und Spezialangriff 2. 114 auf Angriff. Okay, Rasierblatt ist stärker. Definitiv, weil Rasierblatt ist eine physische Attacke. Und ja, holen uns das Item. Komm, komm, gib's her. Gib her. Los. Ein Superschutz, ganz toll. Natürlich, geil. So, beim nächsten Mal, Leute. Geht's hier auf der Route weiter? Was haben wir hier? Fisch und gesund. Genau, frisch und gesund. Die beste Milch der Welt. Na, wenn das mal nicht viel verspricht. Das sind Endholz. Ja, das Mysterium hier werden wir uns nochmal annehmen. Beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pac-Man Bloody Platin. Im Zeichen der Nassau-Challenge und draußen regnet es wie wahnsinnig. Haus rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.